hier. Okay. Kontakt mittelweit entfernt auf der 10:30 etwa erhöht. Hallo, vielleicht so 55, kommt jetzt schneller ran. 10 Uhr sowas? 10 Uhr? Ah, ja, ja. Nee, der fliegt auf French Point zu, oder? Ja, ja, aber da. Ja, okay, ich dreh mal über Lisa und schneide mal den Kurs. Ich bin direkt unter diesem Bomberpulk. Den sehe ich über mir. Ja, da sind wir ein gutes Stück westlich. French Point eben. Wir drehen gerade auf French Point ein, genau, vom Wasser kommt. Na, kannst du schon erkennen? Das wird sicher ein Feind sein. Ja, ich auch. Speedy. Ja. Würde Spitfire sagen. Ja, ist es. Kurft gerade über Rolf. Habt ihr auch so Hunger? Nee, über Lisa, oder? Jetzt geht er über Lisa, ja, darum geschenkt. Ja, ist ja gut, wir werden uns gleich sehen. Ja. Und dann wieder Panik bekommen. Würde ich auch, ehrlich gesagt, an deiner Stelle. Ja, jetzt bricht er Stärke über Lisa, glaube ich. Ja. Ja, zumindest seine Bahnneigung. Ich habe ein bisschen Höhe, wenn der jetzt unter mir durchgeht, würde ich drauf fahren. Oh, wer ist da Head-on gegangen? Ich. Aber das war nicht direkt Head-on. Ja, es war seitlich versetzt. Oh, einer. Ich häng mich dran. Ja, ich sehe. Glaubt, dass ich sogar an dir vor. Ah, fuck. Ich will kein Checkmanöver machen. Ja. Treffer am Heck. Schön. Halt mich mal seitlich, versetzt du dir auf. Wenn du rausgehst, gibt es dir weiter mit. Ich geh raus. Okay, Victor. Drin. Also, der hat auf jeden Fall was vom Höhenleitwerk gleich verloren. Fällt. Oder, oh. Durch. Schöne Treffer, Lebano, da waren 20er ich hab dabei. Gar nichts gesehen. Doch, für die 20er. Gut. Er geht jetzt eher. Schwingt ab, ja. Unter der Motorhaube eben. Ja, ich halte ihn nochmal kurz unter Druck, kam leider nicht zum Schuss, aber. Er kommt aber wieder hoch, also unterschätzt. Ich schwing mich ab auf ihn. Jetzt fällt er runter. Jetzt dahinter. Ja, mach das. Hinterher. Hinterher? Ja, jetzt geht's. Boah, pass auf die Geschwindigkeit auf, Karaja. Schön Wasser. Was fahre, ja. Ja, lass ihn in Ruhe. Ja, ich lass reicht dir nichts ab. Der geht voll. Wow, was zieht denn der jetzt für eine Kurve bei 600 plus km/h hier? Ja, Wahnsinn. Der muss so ein Blackout fast sein. Ich glaube nicht, dass da nichts abgefallen ist. Der ist schon im Gehirn tot. Ja, er will es aber noch wissen, wie es aussieht. Der so halb, wie hoch sind wir denn? Naja, der ist ich stütze einmal noch rein. Gute 30, ja. Bin dahinter. Naja, okay, ich bleib aber oben. Ja, dann nicht genug. Ja, bin raus. Hab daneben geschossen, glaube ich, mit den 20ern zumindest. Ah, lass ihn doch in Ruhe. Ja, das bringt mich. Der geht jetzt sowieso runter ans Deck. Ja. Es ist vergeudete Zeit. Ja, Karaya ist jetzt auf Hallo 35. Ja. Der Kanal, ich häng mich mal direkt dran. Dann war auch schon. Ich steig grad über Lisa. Wir haben. Wir haben zwei Maschinen über uns jetzt. Karaya gesagt oder Lebano? Karaya. Karaya. Hab ich gesagt. Okay, dann war alles gut. Wir haben die anderen beiden über uns. Ich bin auf 55. Okay, dann bist du der Höchste. Alex? Ich habe Sicht davor, ja. Weil Libano mit seinem halben, halb ausgeschlagenen Fahrwerk. Bei mir jetzt auch weiter raus. Es war eben nur, weil es ganz leicht ausgefahren ist. Ich hab's auch erst einmal für euch ausgefahren. Danke. Halbe Toto, Alter. Und unterfliegt einer auf der. Nein, sag es nicht, den habe ich doch schon gesehen. Oh. Du kannst den du gar nicht sehen. Ich hab den rechten Flügel gegessen. Und da ist nichts, Dui, das ist eine Fata Morgana, nee, das die war eine Fata Morgana, die jetzt da in seinem Wagen hätte rauskommen kurft. Sollen auf Hallo 20 etwa. Ja, das ist eine Fata Morganische Spitfire. Eine fatale Fata Morgana. Eine fatalistische Spitfire. Ja, da kommen wir doch genau richtig. Ja, die Sonne könnte hinter uns sein. Wir kommen genau falsch rein, nämlich hinter Sonne vor uns. Heute lasse ich deine Aktivität missen, deswegen bleibe ich mal ein bisschen über euch. Ich vermisse dich auch. Wir sind in St. Margaret jetzt, hast du gut als Ruck. Ah, der sieht uns schon, ja. Der Spinner. Nee, glaub nicht. Nee, glaub ich auch nicht. Flieg ab, Oredo. Na, was macht der Bano? Ah, er fliegt vorbei. Ich hab immer noch Hunger.
führe uns zu der Quelle, wo es Wildschweinbraten gibt. Die Obelix. Da ganz direkt ist noch ein Kontakt über dem Land, oder? In der Höhe bitte? Halo 20 vielleicht. Da direkt, wo die Wolken sind, die Delta 2 da. Naja, bei Folkestone, da ist ein Kontakt. Ja, stimmt. Da oben bei den eigentlich zwischen Folkestone und den Klippen, kommt jetzt aber nach Osten geflogen. Halo, ja, 20. Wird schon kommen. Ich bin noch blind, ehrlich gesagt, aber... Fliegt östlich raus praktisch. Das ist eine Feindmaschine. Genau, ja. Ich stürze mich rein in die Reihe. Wenn ich in sie reinstürzen. Nicht auf sie reinstürzen. Ja, ist glaube ich nicht eine Spirit. Ach, die hier. Ja. Ja, ist eine Spirit. Dahinter ist, sag mal, fand ich Alex. Ja, dahinter ist Alex. Hatte ich schon gesehen, oder? Spitfire. Ja. Ich werde als zweiter reinstürzen. Ah, da kommt noch eine Maschine dahinter rein. Ich habe zwei Kontakte über St. Mary, ne? War knapp. Gute Treffer, ja. Treffer, Heck ist weg. Schön, Korridor. Pudel kommt. Ne, Heck ist noch da, aber der springt ab. Ja, ist abgesprungen. Also er hat Heck wirklich ordentlich bekommen. Östlich von St. Margaret, das seid ihr nicht, ne? Wir sind jetzt gerade über Dover. Wir sind über Dover gerade. Achso. Auf Hallo 35. Wir haben übrigens einen Kontakt, 11 Uhr, der fliegt gerade auf Folkestone rein, tief, über Wasser. Victor? Jetzt auf unserer 11 Uhr, niedrig. Kommt aber schnell ran, ich kann aber nicht sehen, was deutscher Sperrballon. Nein. Feindmaschine. Feind, ja. Gut. Indianer. Ja, vielleicht sogar die Speed nicht von vorhin, weil so hoch ist der nicht. Ja. Das kann tatsächlich sein. Ist auf jeden Fall nicht für die, ne? Runde 2, dong, dong. Pauke, pauke. Oh, er steigt. Wird er dadurch langsamer? Kaum meldet man eine Maschine, ist Libano schon mit ja, Vollgas in Sturzsee. Du hast schon mehrere Teller gehabt. Ach, der Bart ist davor, ja. Ja, er ist schon richtig gierig dran, hey. Das ist der von vorhin, das ist die Charakteristik. Ja, draufgeben. Ach, ich glaub daneben. Aber ich geh direkt rum und Angriff, häng mich wieder Ampulle dran. Ja, Alex, oder? Nicht reinrahmen, hey. Ja. Okay, stürzt drauf. Ich habe linke Flügel gefehlt. Oh Gott, ich gehe raus. Ist er, ich bin noch ein bisschen da. Vorsicht, ist er. Danach, ich fand alles gut. Eieiei, wirklich. Wie die Geier. Oh, alles daneben. Oh, da war Treffer, dabei. Oh, und ich ebenfalls alles daneben. Schön oh, Pilot Hill, aber. Horrido. Aber sonst alles daneben. Oh, wer geht da noch drauf? Wer ist das? Wer ist das? Da, das ist der. Oh, noch einer. Magnus? Ja, ich war das, ja. Ich habe auch nochmal den MGs drauf geschossen. Hey. Nein. Natürlich, ich lasse doch euch nichts übrig. Hey. Vor allem nach so einer Aktion. Denkt doch an Lebado, der will doch noch satt werden. Genau. Ja, da wurde doch gut verteilt. 4% der Todo. Ach komm, ich hatte den Pilot Kill. Pilot Kill. Ah, nicht mal ein Flugzeugbestandteil. Ah. Ja, das ist wahrscheinlich ein Tesla, eine Tesla Spitfire, die lenkt sich selbst. Ah, da ist der Pilot eigentlich nur verlangt. Ja, genau, da ist der Pilot nur als Aufseher drin. Ja. Wer ist denn da gerade zusammen? Das sind Lombardo und. Ah, okay. Oder? Nee. Nee. Nee, das sind ja, zwei andere. Alle heißt, zusammen haben aber noch einen Kontakt westlich, minimal unterhalb. Victor, was ist ja das? Schauen wir mal. Ja. Auch landinwärts kommt noch einer. Das ist eine Feindmaschine. Oh, oh ja, die ist näher. Die ist näher. Welche von beiden? Die westliche. Über Wasser, oder? Auf, ja, das andere war weit weg. Das hab ich noch gar nicht. In welche Richtung jetzt fliegen? Westlich. Südlich Folkestone ist die Maschine, Kuft aber gerade. Ja, ja. Das ist eine Spitfire. Schau mal, das ist jetzt, okay, gut. Von der Farbe dachte ich, das passt an eine G50 hier, aber. Liegt auch schön. Das ist definitiv ein Spit. Ich bin ein bisschen zu weit. Ich glaube, die Flügel im Querschnitt. Ja, der andere kommt jetzt von ungefähr Canterbury auf Halo 25, nur leicht unterhalb. Okay. Warte mal den. Kommen wir jetzt hinten schnell ran. Hat uns gesehen. Der hat uns gesehen, schnickt ab.
Kam aber aus der Sonne. Ja, der andere fliegt aber eher auf Sofa gerade zu, wenn du den meinst. Dabei mal schnell geschossen. Ja, der fliegt auf Sofa zu einer. Speedy, mach was, da kommt der Lombardo. Ich war zu schnell, ich konnte nicht mal zielen. Ich setze mich dahinter, wenn er so weiter kurvt. Oh ja. Sitzt dann dahinter rein? Oh, jetzt steht er in der Luft. Oh. Oh, er bleibt weiter stehen. Nein, fuck. Bin dran. Oh, weiße Fahne, schön gemacht. Ja, auch für irgendwie die Motor gegen. Wundert mich, dass es kein Pilot-Kill war, ehrlich gesagt. Der Mechaniker. Ah, der stürzt komplett durch. Ja, dem geht's nicht mal gut. Wir haben jetzt auf Hallo Mark 30 etwa einen, die Klippen hier auf Volkstone zukommen, trockenen Fuß. Ich weiß nicht, ob. Ich habe einen, Land inwärts, den schaue ich mal an, Richtung East Church. Das könnte dann meiner sein. Ja, den sehe ich, der ist nördlich etwa von Lümge, sowas. Mhm. Hallo, ja. 35. Kommt südlich hier runter. Tendenzfeind. Fein, aber ich kann noch nicht sagen, was. Eine Spitty. Ist Spitty, ja. Und oh, der kommt doch über Wolf, schön. Ja, ist jetzt fast bei Flugfeld Lüm. Oh, du hast ja auch mit schön Flak hier sozusagen erkenntlich gemacht. Ja, ich berühre sie auch. So, das müsste die gewesen sein von mir eben. Ja, okay, passt über dem Flugfeld auf Hallo 30 oder 25 gleich. Ja, ich bin auch gleich dran, aber... Was macht der? Der geht runter wieder. Kommst du nochmal hoch, bitte? Wie die Flak ist so böse hier. Ja, da will ich nicht runter. Nee, der bleibt unten. Da brech ich ab oder bleib hier oben. Die ganze Flak vom Flugfeld hier unten. Ja, die ist hier heftig. Doch, einmal rein. Nein, die Safe macht keine Sache. Bleib bei uns, Levano. Auf Wiedersehen, Levano. Oh, ich hab den 6 hier irgendwo. Wo bist du, Alex? Ja, irgendwo über die Küste hier. Also vor Clips, Süden von Clips. Ich hab Speedy hinter mir. Höhe jetzt noch? Bin auf 20. 20, okay, ich such. Wir sind ich sehe den Luftkampf. Ah, ich seh's auch, Victor. Ja, in der Entfernung. Ich brauch leider noch ein bisschen. Ja, wenn du, nach Westen machen, kommen kannst. Ja, aber ansonsten mach irgendwas, der hängt nah dran. Ja, ich sehe. Also schon ein bisschen ausweichen, nicht nur gerade ausfliegen, wenn du das Ich habe übrigens 3 Spitties hier unten und eine ist ziemlich hoch jetzt wieder mit mir. Ich bin jetzt auf Halo 20 plus. Bleib schnell, Alex, nicht groß hochsteigen oder so. Nicht gut. Bleib schnell, immer schnell bleiben. Wir kommen schnell ran, aber wird schon noch so 20 Sekunden dauern oder so. Okay, ich fliege weiter. Ja, nee, bleib, pass halt auf, dass er nicht so hoch. Wir kommen dann schon dazu. Ah, da hängt was? Oh, fuck! Oh, was? Brenne. Was? Warum? Vielen Dank für nix. Hä? Ach, Augen auf. Wer füllt, wenn was von hinter mir fliegt? Hab den. Okay. Hattest du Wind dran? Ja, von allein brenne ich nicht. Ich hab nichts gesehen, aber irgendwas war offensichtlich. Ich hab einen weißen Fahne geschossen. Ja, ich hab eine Fahne. Nee, nicht dir. Dein Spit. Mann, der muss ewig langsam da rangeschlichen haben. Zwei freundliche Maschinen. Okay, ich versuche jetzt mal, Alex hier zu helfen. Ich komme in 10 Sekunden ran. So was passieren. Ja, ich habe auch eine 6 jetzt. Die Dewey erwischt hat. Hab ihm draufgegeben, schön auf die Flügel. Hat ordentlich kassiert, floppt sich weg, bist frei. Ich? Du bist frei, ja. Der trödelt nach uns, bitte. Mann, das war das erste Mal, dass die Höhenschicht mir ist abgesprungen. Dann flieg nach Hause, verwerten. Alex. Ich fliege nach Hause, ja. Gib Vollgas, steig ein bisschen. Dann ich habe eine 6 über Dover. Ich drück an. Ja, du wirst da mehrere Sechsen haben, glaube ich. Ja. Das sind 2 Sechsen. Ne, 3 sogar. Oh, Wahnsinn. Er schießt. Mhm. Aber ich kann ja nicht helfen, ich bin am Deck mit Magnus. Die Speedies verpimmeln sich. Ja,
Ja, ja. Gehen jetzt, die hatten ordentlich Höhe und jetzt gehen sie aber irgendwie komplett runter. Und scheinen Angst vor einer 9 hier. Noch einmal hier oder BOS oder was hat er gesagt? Das war ein Spaß. Spaß. Okay. Ich bin gerade in KP nochmal gestartet, aber ja, können Sie dann gerne nochmal. Oh, fuck, ich habe eine. Oh ja, ich habe eine Speedy dran. Shit. Doch gerade rechtzeitig nach hinten geschaut. Sehr gut. Ich drück mal Richtung Café an. Ja, das wäre gut. Wie hoch, aber ihr seid noch hoch, wahrscheinlich. Ich 25. Ah, okay, nicht so hoch, okay. Aber jetzt auf 7, steigen noch. Ah, ne, 109 kommt dahinter reingestürzt. Gut. Ist das einer von uns, die 109? Nein, leider nicht. Aber ich kann sie fernsteuern. Aber die 109 hat sich gerade angestürzt und es könnte die Feindmaschine sein, die eben Flak bekommen hat, aber. Ah, ne, hat abgebrochen, passt. Okay. Ich bin noch ein gutes Stück von. Naja, oder ja, halt. Ich bin jetzt hier frei. So. Ja? Okay. Ja. Speed steigt halt nur gerade irgendwie mit Volllast. Ja. Irgendwie verrückt. Ich glaube, hier kommt ein Bomber entgegen auf die französischen Klippen auf Halo 5. Hier ist eine Einmod, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist eine Feindmaschine sogar. Leicht östlich von Visson ist. Man kann es nicht erkennen. Schwierige Verhältnisse. Ja, Spitty gleich, oder? Ich denke, dürfte der Spitty sein, jetzt auf die drei Western zuhält. Auf den Fuß ist Halle 10. So komisch, da macht mir Sorgen, dass hier noch einer ist, aber im Moment sieht es nicht danach aus. Fuck, habe ich nicht gesehen, ich Depp. Wir sind hier bei eurem Plage. Bitte? Ob die Spitters hier irgendwo sind bei eurem Plage? Ich dachte, ich habe ein bisschen. Okay, Plage, das ist dann eine andere, aber ja. Sind wir noch bei den drei Plätzen? Ja, bei Plage ist ganz anders. Ja, ja. Hat auch nicht entfernt, hätte schon sein können, aber ach, ja, wie krass. Gesagt, hier Kurven immer noch. Ich hab eben den Propellereinstellwinkel ganz runter gedreht. Und dann bin ich ziemlich tief, also ziemlich schnell nochmal gestürzt. Und dann ist die Arretierung, oder was war auch immer, das Zahnrad gebrochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall dreht der Pop gerade auf die 12 Uhr Stellung wieder hoch. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ach, der ist gelandet. Warum ist der jetzt gelandet? Was nice. Falls mal viele noch bei OE Plage, Alex, oder bist du soweit frei? Alex? Ja, sorry. Die Feindmaschine noch bei OE Plage. Ich habe noch meine Feindmaschine, die ziehe ich nach Kali. Aber vor kurzem war hier ein. Dachte ich, Flak. Ja, dann warte ich mal auf Kali. Sag bitte nochmal deine Höhe, Karaya. Hoch, gell? 30. Na, pack den auf 10 und gerade mal hier jetzt noch nicht mal mehr bei Kokel. Oh, hab da oben Flak, ja. Bin glaube ich aber jetzt eh wieder frei, zumindest sehe ich niemanden. Ah ne, ich sehe euch da, ja, aber da sind zwei noch hintereinander, ein gutes Stück zwar, aber ich glaube der folgt dir noch, wenn du da aus, was ist denn das, Westen kommst genau. Das bist auf Halo 25 sowas jetzt? Ich bin jetzt auf 25er. Ja, ja, hinter dir. Mich hat gerade eine Speedy unterflogen, wie gehe ich an? Warte mal, dann sehe ich dich wahrscheinlich nicht.
Okay, nee, ich muss mich hier raus verpimmeln. Es kommen wieder zwei frische von aus dem Norden. Die eine wollte ich angehen, aber die hat natürlich jetzt sich weggestürzt, brachial. Nee, dann witzigerweise habe ich dann. Ah, jetzt, ne, warte, jetzt habe ich hier. Oh, jetzt habe ich eine. Jetzt habe ich eine dran nochmal. Ich komme nach Kali. Ja, mach das. Ich hoffe mal, dass ich dich sehe. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin auf 25, komme aus Nordwesten reingestürzt. Bin gleich auf 20 runter. Ja, er hängt noch 5 dran, Kilometer. Genau. Ja, ist gut, ist gut. Vor der Küste. Ist aber nicht nah dran, also ist nicht so gefährlich. Auch von mir aus sieht er sehr nah aus, ehrlich gesagt. Keine Panikmeldungen, bitte. Ah, Karaya brennt. Ich zieh ihn. Der ist mindestens 500 Meter hinter mir. Kommt auch nicht ran. Der zweite ist übrigens auch bei dir noch. Ja, dran. Der ist auf meiner 5 Uhr. Genau, lieber von dem ein bisschen wegfliegen vielleicht minimal. Ja, ich versuche den jetzt mal im Schnellflug wegzusteigen. Ja, und ich stütze mal auf deinen Reihen, dauert noch ein bisschen. Ich komme schnell ran. Als gewarnt werden wahrscheinlich, aber auch nicht schlimm. Ja, so in 5 Sekunden schießen. Ja, ich sehe dich. So, welche Richtung soll ich fliegen jetzt? Ich bin der Treffer. Ja, der Treffer. Ah ja, ein bisschen was dabei. Hätte mehr sein können. Der zweite müsst ihr auch gleich. Der ist unter dir. Ja, ja, ich bleibe einfach schnell erstmal. Also das heißt schneller, aber 250. Geh auf die zweite Maschine. Gern. Rackwelle. Wir sind nördlich von Kaleo. Hallo 35. Okay. Hast du dem einen Wasser geschossen oder hat er sich das selber gemacht? Nee, das hat er sich selber gemacht. Das ist der erste gewesen. Ich hab dem anderen jetzt was drauf gegeben. Kommt da auf dich, Vorsicht, mach was, mach was. Ja. Ich hab den anderen zerschossen, der geht rein. Ist ja abgesprungen. Der andere setzt sich aber dran an dich. Ja, das kann, kann aber nichts. Ich zieh ihn, ich zieh ihn. Er schießt, der hat aber nur auf einer Seite MGs. Ja, und der ist tatsächlich jetzt auch 400, 500 Meter also, oder 400. Ich bin gerade dabei. Oh, fuck, was macht der denn? Oh, nee, der hat jetzt ganz komisch irgendwie negative Kurve, aber hängt auch ganz eigentlich. Ja, ich gehe von oben einmal rein. Ja. Weil er drückt jetzt auch komplett runter. Ja, kommt dann hinter dir. Ich glaube, der will irgendwie beim Flugfeld landen oder was. Ja, oder strafen, das weiß man bei denen. Nee. Ich gehe den mal aggressiv an. Ja, ich komm direkt rein. Ja, geh du nochmal rein. Ja, aber dahinter hängen praktisch. Oh, der dich? Ah, der Motor geht aber aus, ich lass den. Dann der. Ja, der fliegt schon fast. Nur, dass der Fahrtwind ihn treibt. Ah, Karaya nimmt das persönlich, geh, ramm dich nicht rein. Nehm ich. Ja, aber jetzt lass ihn doch. Der will dann am Strand. Ach komm, jetzt will der nur am Strand landen. Nee, das soll er saufen, das Schwein. Soll in seinem eigenen Blut ersticken und ersaufen. Ja, hat er doch nichts getan, da ist er schon. Doch. Nicht strafe, also komm jetzt, nicht strafe. Außer da ist doch nett ausgebildet gerade. Und es war Attack Petal, na den hättest du ruhig abschießen können. Mann. Was jetzt echt? Ja, der hatte mich eben erwischt. Nee, natürlich nicht. Bei dir wird der Sprit doch langsam ausgehen, oder? Ich hab 100 Liter, aber keine 20er mehr. Ah, geht's landen, oder? Ja. Nice Flyby, sagt er. Fahr nur glückliche Leute. Das hätte er nicht gesagt, wenn er 20er im Gesicht gehabt hätte, ja? So. Seid ihr immer noch bei Calais? Ja, aber im Landeanflug. Genau.
Ja, Kraik, jetzt lande ich. Bin auf 23 jetzt, komme jetzt von Osten direkt auf Calais in der Küste lang. Auf, also von Osten auf Westkurs. Lebano, du bist doch hoffentlich auch nochmal gestartet. Ich wollte nochmal irgendwie warten, wie es sich entwickelt. Ja, gestartet? Ich bin in der Luft nur für dich. Okay. Und für Alex natürlich. Und vom Ruck hört man nichts mehr, ist der auch noch in der Luft? Ja, über Calais Richtung Westen. Auf Hallo 24. Ja. Komm, ja, dann warte ich doch. Ich komme von Südosten auf 35. Ja, ist doch gut. Ich steig noch leicht auf, ja, auch 30 und warte in der Lisa-Kurve über Calais Stadt. Siehst du mich?